herzlich willkommen zum 13. Dezember. Hier ist das Adventskalenderchen mit Ella. Und wir haben wieder astrologische Energien für den 13. Und da kommen eine Menge Ideen, Lösungsansätze, die einem so einfallen, die einen weiterbringen, die sich aber nicht so ad hoc wirklich auch klar und deutlich definieren lassen, beziehungsweise man hat Ideen, aber man weiß noch nicht so recht, wohin damit. Ja? Sammelt die Ideen heute auf jeden Fall und da wird sich noch was finden lassen. Allerdings vielleicht nicht am heutigen Tag, aber wenn ihr Ideen habt, schreibt sie auf, ihr könnt sie später noch nutzen. Und das geht so weiter den ganzen Tag und deswegen ist es wichtig, immer Notizblock und Stift dabei zu haben. Und man kann sich eben heute auch in lustvollen Gebieten befinden, aber man kann auch so ein bisschen in diesem ja, misstrauischen Bereich landen, also Erotik vielleicht, aber auch, dass man eifersüchtig wird, ja, eben weil so ein bisschen knisternde Erotik um einen herum passiert. Oder so. Je nachdem. Man sollte vorsichtig mit diesen Energien umgehen, damit man eben kein Porzellan zerschlägt. Und wie gesagt, schreibt euch auf, was ihr an Ideen habt. Die lassen sich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch in etwas umsetzen, was euch was bringt. Dann schauen wir jetzt mal, was die Karten sagen. Mein lieber Zwilling, Freitag der 13. Schön die Ideen sammeln natürlich, wie gesagt. Und wir schauen mal, was die Karten haben. Wir haben Kraft. Du fühlst dich heute kraftvoll oder kannst eben Kraft rüberbringen. Kraftvoll etwas vertreten oder bist halt heute einfach körperlich fit. Die Engelkarte ist hilfreiche Personen, also Menschen, die dir nützlich sind, die dir weiterhelfen, die dich weiterbringen, ja. Und die Engelkarte lautet Familie, also es können kraftvolle Menschen sein, in deiner Familie auch. Diese Situation hat ihre Wurzeln in einem emotionalen Erlebnis mit einem Familienmitglied und wir können dir helfen, die Ursachen zu verstehen und zu heilen. Umgib dich selbst, die betreffende Person und das Erlebnis in deinem Herzen und in deiner Seele mit besänftigendem blauen Licht und vielen Engeln. Sei offen für die Geschenke, die diese Situation bereithält und erlaube dir selbst, Frieden zu empfinden. Das ist auch sehr, sehr schön. Was haben wir von Lenormand? Wir haben wieder die Lupe. Und das bedeutet, schau genauer hin. Also bleib nicht oberflächlich, sondern sieh auch zwischen die Zeilen. Also manchmal ist ja so die Art, wie jemand etwas rüberbringt, aussagekräftiger als das, was er oder sie rüberbringt. Schau genau hin, was dir heute begegnet. Sei kraftvoll oder habe kraftvolle, hilfreiche Personen, um eine Familiengeschichte irgendwie zu besänftigen, zu verändern, positiv zu sehen und Frieden zu schließen mit dir und vielleicht einer anderen Person. Das muss nicht unbedingt Familie sein, es sieht aber so aus, als hätte es was mit der Familie zu tun. Und schau bitte ganz genau hin. Sieh einfach auch mal so ein bisschen zwischen die Zeilen. Das ist heute vielleicht ganz schön interessant. Ja? Also nutze das und ich bin gespannt, was wir dann morgen für dich haben. Tschüss.